Ey, als ich ein Jugendlicher war, also das, was da jetzt so an Szenen zu sehen war, wo alle halt gesagt haben, wow, ist das krass. Ich meine, da waren jetzt so ein paar besonders schlimme Sachen, die irgendwie passiert sind, wie dass die da irgendwie einen Feuerlöscher in einen Krankenwagen geschmissen haben und so. Das ist jetzt natürlich einfach krass so. Aber dass sozusagen es Straßenschlachten gab mit Böllern und Pyros und die Leute halt einfach da rumgeballert haben, so auch halt irgendwie auf fahrende Autos und so, das ist eigentlich. Also mich wundert es, dass es überhaupt so ein krasses mediales Echo gibt, weil ich kenne das gar nicht anders aus Berlin. Also speziell, wenn du halt irgendwie in Bezirken wie Kreuzberg, Neukölln, aber auch Steglitz oder Schöneberg oder was weiß ich, wie Wedding oder Moabit bist. So. Also es ist irgendwie, manchmal habe ich so das Gefühl in der Berichterstattung, dass es da halt irgendwie so Leute gibt, die so zum allerersten Mal darauf kommen und so denken, sie hätten da irgendwie was Krasses entdeckt. Aber für alle Leute, die hier wohnen, ist das halt irgendwie so Standard. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht der einzige Berliner, wenn du den fragst, ey, fandst du das waren krasse Bilder, dann würden die wahrscheinlich alle das Gleiche sagen, von wegen so, ja, ey, da waren ein paar Sachen dabei, die gingen gar nicht.